Moin. Servus. Moin. PSN-Code kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Willkommen. No Hand Gaming. Das ist Bossio. Ich bin Bossio, hi. Ihr kennt den. Wir machen heute ein... Nee, wir machen keinen Blind Draft. Wir sind nicht diese Schubert. Heute gibt es eine Sabotage. Draft, Freunde. Ich freue mich, heute hier zu sein, Freunde. Wir machen Sabotage Draft und der Verlierer. Ihr seht schon, hier ist alles schon wie immer. Aber die Farbe passt heute. Der Verlierer muss seinen nächsten Stream. Der Verlierer muss den nächsten Stream pinke Haare haben. Und dazu, dass es verewigt wird, muss dazu noch ein Instagram-Foto von demjenigen an dem Tag gepostet werden. Dieses Video kommt jetzt Mittwoch. Der nächste Stream von mir wird sein Montag bei Bossio. Oh, das weiß ich nicht. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Checkt auf jeden Fall jetzt unser Instagram aus, denn wir sind jetzt gerade in der Schweiz. Und Schweiz, ein bisschen Festival, ein bisschen Zauber. Goldkrone! Ich bin gespannt, Freunde. Ich würde sagen, schicke ich dann schon, wer anfängt. Oder wer entscheiden darf, wer anfängt. Ich fange an, dein Draft zu bauen. So, let's go! Du darfst dich zurücklehnen, darfst falsche Rare. Wir fangen an mit deinem Draft. Wie gesagt, Startelf, alles, entscheide dann ich euch. Du darfst dir aber eine Formation aussuchen. Sag eine Zahl, 1 bis 5. Ich nehme die 3. Sabotage-Draft, erklär nochmal ganz kurz, nur ganz grob, du hast 10 Sekunden. Achso, ja, also, ich darf alle Spieler auswählen, die Bank wird automatisch aufgefüllt und dann muss er schauen, das Beste draus zu bauen. Let's go. So. Ja, du hast nur 6 Sekunden gebraucht. Ja, Maschine. So. Mann. So, wir nehmen einmal den El Capitane Mino mit. So, gehen wir voll in Sturm. Hoffentlich hast du eine richtig geile Auswahl. Und die Auswahl ist tatsächlich wirklich geil. Wow. Die ist echt nicht verkehrt, der gefällt mir auch gut. So, gehen wir weiter zum ZOM. Oh ja, oh, wir haben ein Seedorf. Und Seedorf, der sieht echt schön aus, der wird auch echt gut Chemie geben. Aber dieser Kerl hier gibt auch auf jeden Fall sehr gut Chemie. Den nehmen wir mit. Willst du was sagen? Ich glaube, ich brauche was zu trinken, wenn ich die Augen verbunden habe und wieder rauche, wird mir ein bisschen schwindelig. Oh. So, nächste Position. Der zweite Stürmer übrigens. Das ist eine gute Auswahl, die du hier hast. Das sind tatsächlich gute Spieler. Ist das ein guter Kopf? Kannst du mal kurz bewerten, ist das ein guter Kopf? Benji-Kopf. Nächster, ZM, rechter ZM. Oh, Toti Modric. Sachen gibt's, die gibt's ja gar nicht. Der... Lass mich eine Zahl sagen, komm. Lass mich eine Zahl sagen. Sag. 2. Okay. Nein! Kriegst du. Nein! Den kriegst du. Perfekt. Oh, wir haben sogar einen Stuttgarter, der Castro. Der Castro. Aber der hier, der gefällt mir auch. Den nehmen wir mit. Digga, ich habe gerade eine saugeile Idee für ein Draft-Battle. Sag mal. Schreibt es mal in die Kommentare. Man baut einen Draft, man macht es aber wie beim Buy First Scammer und sagt beim anderen, was er für eine Zahl nehmen soll. Und am Ende das bessere Draft gewinnt. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja. So wie bei Buy First Sky, du nimmst die 3 und Broski sagt zu mir, ich nehme die 2. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Schreibt es in die Kommentare, ja, gut oder nicht. Stopp, die Teasies bringen das ja nächste Woche. Deswegen. Scheiße. Ey, wenn die Teasies das bringen, Patent. Okay, nächste Format, nächste Position. Wir gehen weiter. Und du hast echt gut Glück. Man muss wirklich sagen, du hast zurzeit echt Glück mit deiner Auswahl. Aber nicht so viel. Wirklich, sind geile Karten dabei. Der ist auch geil. So, hast du noch 4 Leute? 4 Leute kriegst du noch. Alter, da laufen die Special Cards bei dir. Bei dir laufen echt die Special Cards. Den Kollegen kann man eigentlich mitnehmen. Perfekt. So, noch 3 Stück. Vorletzter Innenverteidiger. Boah, Moore. Komm, Naldo auf Ehre. Ich sag dir sogar, welche Spieler. So, was haben wir? Nimm doch mit eine Icon wenigstens. Wenn der Icon dabei ist, lass mich wenigstens eine Zahl sagen. Das ist ja zu spät jetzt. So. Das wäre menschlich ganz und weit unten. Und jetzt? Ganz weit unten bist du. Der Torwart? Ganz weit unten. Der Torwart? Sag eine Zahl. Was soll ich jetzt sagen? 5. Kriegst du. Auf der 4 war die Icon. So, war eine Icon dabei? Ja. Halt's Maul. Ja. So, okay. So, Bank, Team vervollständigen. Let's go. Mario. Pfeife auf die Seite bitte. Ja, kannst schmeißen. Perfekt. So, das Ding, du hast eine Minute Zeit, ne? Ah ja, stimmt ja, ich habe nur eine Minute. Fuck, ich muss meine Hände kurz abtrocknen, die sind schon wieder verschweizt. Sind die verschweizt? Ja, du musst mir das Bunch... Oh, nee, ich nehm selbst, okay. So, warte. Auf die Plätze. Fertig, los.
So, eine Minute hast du Zeit. Oh nein, habe ich die selbst ausgewählt. Hast du selbst ausgewählt. Hattest sogar echt die Möglichkeiten, gute Spieler zu ziehen. Hast du aber nicht gezogen. Aber ich muss wirklich sagen, die Special Cards laufen bei dir. Beschweren kann man sich da wohl eher weniger. Das einzige Problem halt mit den Ligen, ne? Hast halt viele Ligen. Digga, ich hab nur Scheiße halt, was soll ich denn damit? Das stimmt, ja. Ich würde am liebsten erstmal anfangen zu gucken, wo passen die Spieler rein. Beispielsweise dein Premier League-Stürmer reinhauen. Digga, was soll ich denn hier machen? Vegetarier. Das Gute ist, wenn ich später auf der Bank ein Icon hab, dann hab ich eigentlich schon fast gewonnen. Das finde ich echt gut. Und pinke Haare. Wenn ich überlege, ich mache dir so einen Übergang hier, so Fade, rasiere ich hier so weg, ne? Aber mit Kante dann und Strich und dann pink hier oben, einfach so ein Streifen. Digga, ich kann hier nichts ändern. Wollen wir nicht machen mit Glatze? Irgendwie eine Glatze statt pinke Haare. Freunde, schreibt's in die Kommentare. Nächstes Draft Battle, Verlierer bekommt eine Glatze. Wenn ihr es sehen wollt, oh, stopp. Weg. Ach du Scheiße, Digga. Das ist... Ja, ist gut. Das ist brutal scheiße, Digga. Das ist. Ich konnte nichts ändern. Ja. So, Manager. Wann hätte ich mal Nee da vorne reingemacht? Scheiße, ich hätte mal Nee da vorne reinmachen müssen. Ja, jetzt reinmachen müssen. Digga. Nee, bringt nichts. Darf ich selbst. Muss ich eine Zahl sagen oder darf ich selbst einnehmen? Nee, wie war das nochmal? Muss schon eine Zahl sagen für den Manager. 3. Serie A wäre jetzt top. Ah, Premier League ist auch nicht verkehrt. Ein Schnee. Der hat 2 gegeben, der hat auch 1 gegeben, der hat 0 gegeben. Immerhin habe ich einen rausgeholt. Darfst nicht sagen, sehen für welches Rating, okay? Das ist fairer. Okay. Du darfst es nicht wissen. Ja, okay. Ich drück's jetzt weg. So, meine Schätzchen, wir sind da, wir gehen rein. Du darfst eine Zahl sagen für La Formaciona. 2. Und du hast offiziell damit eigentlich schon gewonnen, würde ich fast sagen. Aber gut. Hab ich? Die 4, 2, 3, 1. Darf ich auch mal eine Zahl sagen? Aber nicht bei den ersten Picks. Ich durfte es auch erst später. Okay, mach. Okay? Mhm. Okay. Nee, Mann, ich nehme mir sogar einen Tots mit, Digga. Ich nehme mir sogar einen Tots mit. Und du hast echt, also, ist echt schon nicht schlecht. Muss man wirklich das Kind beim Namen nennen, Digga. Das ist schon echt. Ich werde hier kaum eine Chance haben, das Ruder nochmal rumzureißen, glaube ich. Aber pinke Haare sind nicht so schlimm, weißt du, was ich meine? Oh mein Gott! Komm, hör mir auf! Ich kenne einen guten. Hör mir auf! Ich kenne einen guten Friseurladen. Scheiße. Da gibt's gute Farbe. Digga, was hast du für eine Auswahl, Alter? Das ist ja zu krass! Das ist zu krass! Das ist wirklich zu krass! Das ist zu krass! Kacke! Aber gut, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wenn der Icon ab jetzt kommt, sag ich dir Bescheid, ja? Okay. Ja, okay. Ach, ich glaube, es ist der Schlauste. Ich glaube, es wäre der schlauste Move, wenn ich den mitnehme. Oder? Oder? Ne, ich nehme den. Ich nehme den mit. Oh! Wie fühlst du dich? Super. Kurzes Statement. Digga, du hast wirklich. Du kriegst hier Spieler. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Du musst immer dran denken, das ist alles Zufallsprinzip. Ja? Ist es halt wirklich? Das ist Zufallsprinzip. Nicht so lecker, nicht so lecker. Du hast noch 2 Positionen, du hast noch keine Icons, seitdem wir das gesagt haben. Schon wieder keine. Willst du trotzdem eine Zahl sagen? Nee, bei der Icon dann. Ah, okay. Nehmen wir mit. Digga, du hast 4 Tots im Team. Okay. Warte, lass mich jetzt eine Zahl sagen und dann, wenn eine Icon kommt, okay? Okay. Darf ich? Ja. Die 2. Die 2. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Okay. Wir haben den letzten Pick. Es ist leider keine Icon mehr dabei. Hast es einfach nochmal genutzt, immerhin. Wen nehmen wir jetzt mit? Ist the question of the day. Darf ich nur eine Zahl sagen? Nee. Okay. Das ist übrigens Fair Play, ja. Das ist natürlich sehr, sehr, ist super. Ich nehme den mit. Okay. Ich fülle die Bank auf. Das ist echt. Wie viel Chemie hatte ich? 60, ne? Das ist echt wack. Keine Icon. Mist, meine ich. Blöd. Okay. 5, 4. Digga. Ich musste das Band erst abziehen. Du kriegst den Controller in die Hand, okay? 3, 2, 1, los. Okay, Digga. Also, weißt du, was ich bei dir machen würde? Ich würde dir einfach eine Glatze rasieren und die Glatze pink anmalen. Das wäre das Stabilste von allem. Das wäre das absolut Ehrenvollste auf der ganzen Welt. Du hast eine ganz gute Formation gekriegt, aber lass dich nicht ablenken von mir, ja? Auch wenn dein kleines Bärchen da unten echt aussieht, als ob du von einer Ziege irgendwas gekriegt hast. Aber, Freunde, das ist schon... Was habe ich gekriegt? Das war schon echt crazy. Bitte? Das habe ich meine
der Ziege gekriegt. Du hast, was hast du gekriegt? Von der Ziege. Den, ja, verrate ich dir nicht, Digga. Ich will dich, guck mal, du hast einen Inui. Siehst du, kennst du den da unten, den Inui? Kennst du den Inui? Kennst du den Inui? Kennst du den Inui? Der linkt noch, der linkt noch, der linkt noch. Pack den Inui rein. Pack den Inui rein. Ja gut, ich hab schon verloren. Ich hab schon verloren. Wieso gibt denn da weniger Chemie? Digga, ich hab schon verloren. Das war's schon. Das war's schon. Hat Spaß gemacht. Das war's schon, komplette Reno. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit, sich mit ihnen zu betteln. Mein Name ist Vettel. Ja, stopp, nichts mehr machen. Sag eine Managerzahl. Sag's einfach. Zwei. Ja, keine Chemie dazu gekriegt, immerhin. Aber der Zug ist trotzdem abgefahren. Ich hatte eine 147. Und es ist mindestens eine 155. 58. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war mal easy. Oder, Benji? Easy peasy. Ich war früher mal bei den Teasies. Ja, Digga. So, Freunde. Digga, ich musste mit pinken Overlay streamen. Und jetzt kann ich mit pinken Haaren streamen. Ja, aber ganz ehrlich, noch beschissener kann es nicht aussehen. Bah, erstmal übergeben. Wenn ihr Bock habt, dass Benji im nächsten Stream mit pinken Haaren streamt, ja, müsst ihr gar nichts machen, weil verloren hat er sowieso. Perfekt, Digga. Also, Freunde, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, checkt die Episode bei Bossjab und haut rein. Tschüss. Mann.